versucht da den Ball zu spielen. Ist für mich kein Foul von hinten. Also muss keine gelbe Karte sein. Und Achtung, nein! Das darf natürlich nicht passieren. Das kann ja nicht wahr sein. Zingler macht das Tor für Rapid. Ein Angriff in der zweiten Hälfte für die Wiener. Das Foulspiel von Stevic. Daraus entwickelt sich aus dem Freistoß die Ecke. Und in der Mitte lassen sie den Zingler frei zum Kopfstoß kommen. Ich glaube, Manni Bender stand da dabei. Und da hat Daniel Hoffmann keine Chance. Ja, Bender ist es, der unter dem Eckstoß herspringt. Und jetzt, liebe Zuschauer, brauchen die Löwen drei Tore. Jetzt können sie es nicht mehr in die Verlängerung schaffen. Sie kennen die Europapokal-Arithmetik. Auswärtstore zählen doppelt. Jetzt muss es schon ein 5:1 sein. Und das Wunder von München, das so nah schien, ist jetzt wieder meilenweit weg.